Ich stehe ja auf den japanisch, koreanisch, allgemein asiatischen Typ. Mag halt geile Haarfarben. Yes. Ich bin sowieso fasziniert, dass ich mit K-Pop nichts anfangen kann, weil ich wäre eigentlich so richtiger... Oh, lol. Ich wäre eigentlich richtig anfällig dafür. Ich hatte mal so eine kurze K-Pop-Phase. Aber die hat nicht lange gehalten. Wo sind die denn? Ach, das ist jetzt das da drüben. Wow. Mit Wacko kann ich so gar nichts anfangen. Dennis, dein Typ ist doch bestimmt, wie heißt er? Mark? Mark. Das ist doch bestimmt dein Typ. Ich würde jetzt lachen, wenn ich recht hätte. Ey, geh weg. Ich hatte dich schon weggemacht. Geh weg. Huch. Ja, Koreanisch merkt man eindeutig an mir. Ja, total. Hast du Mark in den... Ja! Mark hat ja den Beliebtheitswettbewerb gewonnen auf Twitter. Da war für mich so überhaupt nicht relevant. Was mir voll leid tut, war jetzt bestimmt voll der Liebe, aber... Das ist bei mir so komplett unterm Raster geflogen. Und für Schnitzel will ich dich, by the way, hauen. Das war man nicht. Ich werde das immer mit Soße drüber essen. Da kannst du machen, was du willst. Ich habe sie Kenny mal in seiner Stripperbade. Oh ja, mit diesem ganz, ganz knappen Höschen ist auch fantastisch. Salzburg ist ja bekannt für Kleinkorea. Mega. Der japanisch-koreanisch allgemein asiatische Typ. Darum bist du mit Christian zusammen. Ja. Oh. Von der Körpergröße her passt ja. Nur der Rest nicht so ganz. Ah, das ist okay. Ich habe ihn trotzdem lieb. Und den Gürtel dazu. Stimmt, hat er noch so einen komischen Gürtel darüber. Nice. Aber nein, ich bleibe bei Wacko. Nein, wir haben ja schon wieder 18 Uhr. Oh, dammit. Ich fand Mark echt mies, aber wenn du ihn besser kennst, kommt er richtig sympathische Stories. Glaube ich. Ich glaube, es stimmt. Er war am Anfang nicht so sympathisch. Ich weiß gar nicht, ich habe mit ihm noch nie so viel interagiert. Weil er bei mir heute komplett einfach... nicht existent war. Zack. 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 Ja, ja, ich hatte schon Brutzeln. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich komme. Zack. Oh Gott, diese Sichel ist einfach nur Liebe. Stell dir da durchs Wasser rasierst mit dem Ding. Aber ich mag den ruhigen Schmiedkerl. Da ich Namen so gut behalten, weiß ich auch gerade nicht. Pablo? Den fand ich super unsympathisch. Raphael. Ah, okay. Ja, stimmt. Der ist auch noch ganz nett. Der finde ich nicht so sympathisch. Ich war ja auch nicht viel mit dir. Aber habe ich schon einige Mal gehört, dass sie eigentlich auch voll lieb ist. Lea ist die... Blonde, ne? Nicht die Blonde, die. Ja, ich glaube, die ist so... Ich glaube, die musst du kennenlernen, damit sie... Also, damit du quasi... Die wird erst nett, wenn man sie besser kennenlernt. So, jetzt habe ich meinen Satz gefunden. Yes. Wir sind so fix heute. Wir kriegen den noch easy fertig. Geheul. Mag ich. Würde ich jemand weiblich sausen, wäre Lilly. Ja, Lilly. Lilly wäre ich auch dabei. Bei wem werde ich noch? Ich mag auch Cam voll gerne. Da. Cam mag ich auch richtig gerne.
Genau, Eva. Ja, und Lilly. Macy finde ich auch voll nett. Oder Suki. Suki ist auch cool. Oder Yuri. Oh ja, oder Yuri. Es gibt eindeutig mehr Frauen als Männer, die ich nehmen würde. Zack. Ich könnte nie Alice daten, einfach weil sie einfach wie eine gute RL-Freundin aussieht. Ah, lol. Ich glaube, das ist schwierig. Alice war... Ja, allein schon, weil sie Alice heißt. Und bei Alice muss ich jedes Mal an Alice denken. Also an unsere Alice. Und dann wird es auch wieder schwierig. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ich bin schneller. Ha! Lili sieht aus wie eine Kollegin von mir, die selber mal Coral eingespielt hat. Habe ihr dies bis jetzt noch nie gesagt, aber denk erst wieder dran, wenn ich Lili im Spiel sehe. Ja, kenne ich. Ich würde das auch jedes Mal vergessen zu sagen. Okay, jetzt haben wir. Jetzt sind wir hier oben einfach durch. What the fuck, wie schnell das geht? So, hallo. Da bin ich wieder. Hallo Muschel. Olympia-Auster. Nice. So, uns fehlt jetzt nur noch das hier. Und dann haben wir es schon. So, gehen Sie mal weg hier. Auf Wiedersehen. Ach, scheiße, ich muss zurück. Ich finde ja Bree super hübsch. Bree. 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 Das stimmt, das ist echt schade, dass sie verheiratet ist. Vor allem, weil ich ihren Mann auch nicht so sympathisch finde. Wie weit... bruh. Wie weit hast du eigentlich mittlerweile gesuchtet, Dennis? Du hast doch irgendeine Errungenschaft freigeschalten, die ich noch gar nicht habe. Habe ich heute gesehen. Ich gehe einfach nach Hause. Wir verkaufen morgen wieder. Als ich Coral Island als erstes Mal gespielt habe, war Luke mein Favorit. Sohn von Bre. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ich und Namen zuordnen, ne? Bin im Winter aber nicht annähernd so weit vom Spielstand wie du. Ja, ich habe ja meinen Alpha-Spielstand, also das Geld vom Alpha-Spielstand übernommen. Das hat schon vieles gemacht. Was ist jetzt? Luke. Ah, nee. Der war noch nie mein Favorit. Ich habe, glaube ich, mit 180.000 gestartet. Wie läuft der Herbst auf Coral Island? Mein Freund sucht nach einem Herbsttrompetenpilz und ist bereit, viel Geld dafür auszugeben. Um den See herum sollten viele davon wachsen. Okay. Noah finde ich auch cute. Und Theo. Theo hatten wir schon, ja. Noah. Wer ist Noah? Stimmt, Noah ist auch sympathisch. Da gehe ich mit. Zack. Ja, gib mir doppelte Ernte. Yes. Gib mir. We wounded all. And now. Bei mir wurden die Daten erst einen Monat später übernommen. Also schon einen neuen Spielstand gehabt, hatte ich 230.000 gehabt. Krass. Er sagt, dass so viel Geld am Anfang zu haben, macht vieles einfacher. Also mir waren da tatsächlich die Daten von Anfang an da. Ich glaube, wir haben am Tag vom Release gespielt gehabt. Dann habe ich auch eine neue YouTube-Folge angefangen. Weil ich hatte... Das ist gerade auf YouTube.
Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Deswegen gibt es bei mir Coral Island Alpha und Coral Island 1.0 Release. Streamst du auch auf Twitch und YouTube gleichzeitig? Ja, ich streame auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Und ich habe auch Let's Plays auf YouTube. So ein paar. Nicht viele, ein paar. Quatsch. Sonstiges. Erzeugnisse. Erzeugnisse 2. Essenzen. Stein und Holz. Ich muss sicher nicht mehr abgeben, nee. Verkaufen, verkaufen, Truhe. Okay. Ach, das darf man? Dachte, bei Affiliate gibt es eine Sperrfrist, bis die Bio-Jesus... Nee. Seit, weiß ich nicht, 4, 5 Monaten oder so ist das auch erlaubt. Das hat Twitch einmal geändert. Zum Glück. Du darfst jetzt quasi auf allen Plattformen simultan posten. Cool, nice to know. Ja, du kannst auch gleichzeitig auf TikTok streamen, wenn du möchtest. Bat, bat. Bisschen Milch. Achso, die anderen haben alle nur Pat, Pat. Okay. Nehme ich auch gerne. So. Und weiter geht's. Dann dürfen die alle noch mal raus. Gehen wir noch mal zu den Hühnchen. Hallo. Meine Damen und Herren. So. Nein, nein, nein. Ich habe süß-sauer nochmal gestreichelt. Dabei wollte ich einfach nur das Ei von süß-sauer. Ich hätte gerne ein süß-saures Ei. Nein. Verklickt. So. Ich brauche immer noch mehr Gras. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. So, warte mal, 2x3x Ziegen. Käse. Okay. Dann haben wir das auch. Jetzt warte mal, was müssen wir denn hier eigentlich noch finden? Da war aber nix. Wein haben wir auch nicht. Hm. Haben wir auch den scheiß Sonnenblumen-Seestern. Dammit. Hab heute mal festgestellt, dass man über die eigenen eingesetzten Zäune springen kann. Ja! Das war eher ein Unfall, aber es ist sehr faszinierend. Das habe ich auch erst letztes Mal, als wir gestreamt haben, rausgefunden, dass es geht. Wie weit sind wir eigentlich? Ozean 5 brauchen wir noch, dann sind wir da bei B. Ja, komm. Mach mal. Wir rocken jetzt das Wasser durch. So. Habe ich hier, da drüben habe ich was gefunden. Okay. Aber hier ist quasi nichts mehr. Nee, da geht es einfach nur einen Weg nach unten. Okay. Dann gehen wir hier nach links. Da geht's auch wieder runter. Wiedersehen. Kleine Mistwurzel. Naja, ich sehe dich da schon noch. Gehen Sie mal hier auf die Seite. Gut, dann machen wir die zwei. Ob wir 5 heute schaffen? Ich glaube nicht. Aber... roter Siegel. Aber wir versuchen es.
Wir rotzen da jetzt einfach durch. Und finden natürlich sofort alles. Warum ist die drunten so staubig? Ich dachte, hier wird es eher dunkel als wie... Yes. Als wie staubig. Da kommen wir mit. Ich habe gerade Zeit und Lust. So, der ist wahrscheinlich eher da drüben. Das zweite Ding. Also ich mache erstmal den ersten fertig. Danke. Ich bin schneller. Jedes Mal, wenn ich den Müll wegsammle, erinnert mich an dieses eine Spiel, das wir mal gespielt haben, Lila. Place Like Home? Hieß das so? Musstest du auch am Anfang so viel Müll wegmachen? Okay, das ist jetzt alles weg. Irgendwie weird. Was ist denn der andere noch? War nicht ganz da unten. No place like home. Danke. Nicht a place like home. Sind da unten wieder welche? Ja, da unten sind wieder welche. Aber vielleicht ist der einfach hier. Könnte ja sein. Könnte ich auch mal wieder spielen. Es ist auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Ja gut, dann kann ich hier Vieh suchen, ne? Dann müssen wir rechts rum. Es wäre cool, wenn du hier unten mal schneller schwimmen könntest. Das wäre richtig nice. Also ohne Tränke. Dann gehen wir hier lang. Nur um sicher zu gehen. Ich kenne mein Glück. Da. Sehr gut. Ab nach drüben. Aber hier ist halt auch nichts. Aber hier wird es wenigstens mal wieder dreckig. Was läuft auch bei mir schief, dass ich mich freue, dass es dreckig wird. Ich will immer noch wissen, zu wem der Drache gehört, den wir mal released haben. Und wann der mal kommt, wo der war. Weil wir haben auf den runtergeguckt, das weiß ich. Ja, das ist jetzt die hier drüben. Ist ja richtig doof. Das ist ja sonst wo. Geh mal weg. Ich habe hier Wichtiges zu erledigen. Zack. Oh lol, zwei Kisten. Ich glaube, ich habe auch diese Erweiterung, dass du mehr Schatzkisten kriegst. Hier noch. Da noch. Geht's jetzt da wieder zu... ich bin schneller. Ich bin nicht schneller. Scheiße. Ich dachte, ich hätte sie vielleicht gleich.